Das war der Oberhammer. Letzten Dienstag in der Kölner Philharmonie am 22.09. Trotz Corona waren viele, viele Leute gekommen. Unser Benefizkonzert oder besser Solidaritätskonzert eben für die Menschen in den Lagern, Griechen auf den griechischen Inseln, auf der Balkanroute. Eine Atmosphäre, die einfach unglaublich war, wo wir gespürt haben, wie die Kassalla am Ende gesungen hat: Wir sind all eins, wir gehören zusammen, wir sind Menschen. Und irre Energie. Das heißt, wir sind viele. Wir sind viel mehr, als wir denken. Ja, und dann kommen dann wieder solche Schlagzeilen. Ne? Heute, Süddeutsche. Neustart in der Asylpolitik. Und Horst Seehofer ist natürlich froh. Neustart, jetzt lasst euch da nicht in die Falle locken. Neustart heißt nämlich schnellere Abschiebungen. Und zwar sofortige Abfertigungen, in Anführungsstrichen, in den Lagern. Ne? Also weg mit den Leuten, sie gar nicht nah an uns ranlassen, Kriterien zu entwickeln, wie es so schnell wie möglich geht, ohne dass die Leute vielleicht die Möglichkeit haben zu sagen: Moment mal, aber ich habe doch Probleme oder mein Leben ist bedroht in meinem Herkunftsland. Wem kann ich das denn hier erzählen? Was macht ihr mit mir? Und das war ja die Botschaft von SOS Save Our Souls, und wir machen da weiter, das garantiere ich, nämlich dass wir wieder in die Achtung gehen, dass wir der Achtung und der Würde wieder Raum geben in ganz Europa. Und dazu gehört also einmal die Geflüchteten zu sehen, sie nicht hängen zu lassen, natürlich schnelle Verfahren zu machen, aber mit NGOs dabei, die sehen, dass das auch rechtmäßig ist und nicht wieder in eine Massenabschiebung ausartet. Genauso aber das Bewusstsein, das ist ein europäisches Problem, das wir haben, weil die Fluchtursachen zum größten Teil europäische Wirtschaftspolitik ist und Export von europäischen Rüstungsmaterialien. Da muss man einfach drüber reden, ohne Wenn und Aber. Also, stellt euch vor, das hat Daniela Neuendorf ge gesagt, die ehrenamtliche Mitarbeiterin oder Helferin auf Samos ist, gerade Trucks für Moria fertig gemacht hat, mit einer großen Gruppe von Refugee Foundation. Von der Vorstellung. Das Lager zum Beispiel in Moria im Vergleich zu der Bevölkerungsanzahl auf den griechischen Inseln, wo die Frustration unter der Bevölkerung ja immens wächst, die kriegen Angst, die werden wütend, ne, und so weiter. So, der Vergleich ist, stellt euch mal vor, Köln ist eine Millionenstadt und da würden dann 800.000 Flüchtlinge auf den Pollerwiesen untergebracht werden. Das wäre super. Und das 4, 5 Tage, vielleicht 2 Wochen. Stellt euch mal vor, was es in Köln für einen Stress geben würde. Würde nicht gut ausgehen. Absolut nicht gut sein. Weder auf der Seite der eingepferchten Geflüchteten wie der Kölner Bevölkerung. Also müssen wir da ran. Das heißt, andere Lager, völlig andere Lager, das müssen Dörfer werden, die müssen verteilt werden, ordentliche Behandlung der Menschen und dann zu sagen: Okay, wie sieht denn eure Zukunft aus? Aber wir tun erstmal alles, um euch zu fördern, um euch zu hören, um euch wahrzunehmen. Wir kümmern uns, denn wir können das. Aber es geht nur zusammen. Wir haben an der Philharmonie gezeigt, dass wir zusammen stark sind. Also on the road, gehen wir das an, und ja, bis zum nächsten Mal einfach. Ciao.